kein Deal mit der deutschen Justiz. Ich habe ja auf verhafter.wordpress.com darüber berichtet, dass ich im Februar oder März, weiß ich jetzt nicht ganz genau, 2013 in Gelsenkirchen-Buer beim Amtsgericht vorläufig eine Richterin und zwei Staatsanwälte festgenommen hatte. Grund für die vorläufige Festnahme war Verfolgung Unschuldiger. Das heißt, diese Leute hatten ein Strafverfahren gegen mich veranstaltet. Es hat sich in diesem Strafverfahren nicht nur herausgestellt, dass ich unschuldig war, sondern es war dieser Justizmafia, wie ich die nenne, bereits vorher bekannt. Auf verhafter.wordpress.com findet man auch die entsprechenden Unterlagen. Das heißt, in der Akte befand sich auf Seite 95 ein Schreiben der Richterin an die Staatsanwaltschaft, wo die Richterin der Staatsanwaltschaft mitgeteilt hatte, wir müssen das Verfahren einstellen gegen den Herrn Schreiber, der hat nämlich gar nichts getan. Ja, und auf Seite 110 schrieb die Staatsanwaltschaft dann zurück, ist uns egal, wir wollen trotzdem keine Einstellung, wir wollen trotzdem den Mann verfolgen, eine Verhandlung. Ja, gibt es den Straftatbestand, Verfolgung Unschuldiger, den natürlich nur Behördenmitarbeiter machen können, was ja wohl auf die Staatsanwaltschaft und die Justiz zutrifft. Die haben also nun wissentlich eine Verhandlung gegen mich geführt, obwohl sie wussten, ich hatte nichts getan. Gehen wir kurz darauf ein, was mir denn da vorgeworfen wurde. Und zwar hatte man behauptet, ich hätte 2009 eine falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben. Das wäre ja eine Straftat. Das Merkwürdige ist nur, ich hatte bis 2012 noch nie eine eidesstattliche Versicherung abgegeben und kann folgedesslich 2009 auch keine falsche abgegeben haben. Es sind aber noch ein paar andere Merkwürdigkeiten, die hier zu beachten sind. Das Verfahren, es ging um eine Gerichtsverhandlung gegen ein Busunternehmen, wo der Fahrer sich schlecht benommen hatte. Der hatte mich kurzfristig vorne nicht aussteigen lassen. Ich bin gehbehindert und darf auch vorne aussteigen. Und als er es dann doch gemacht hat, hat er das mit den Worten gemacht, er würde mich zukünftig nicht mehr mitnehmen. Dabei gibt es natürlich eine Beförderungsverpflichtung. Und das war also das, was ich durchsetzen wollte. Für diese Klage zuständig war das Amtsgericht Bochum. Die falsche eidesstattliche Versicherung soll ich aber beim Amtsgericht Gelsenkirchen abgegeben haben. Das heißt, selbst wenn ich also eine falsche eidesstattliche Versicherung in Gelsenkirchen abgegeben hätte, wäre das nichts, womit mich hätte für belangen können, weil die zuständige Stelle das Amtsgericht Bochum war. Sagt mir zumindest mein Rechtsanwalt, und der war früher selber Richter am Landgericht, Vorsitzender Richter der großen Strafkammer, zusätzlich auch noch der berühmteste Richter der letzten 20, 30 Jahre am Landgericht Essen. So, der sollte das eigentlich wissen, also dem vertraue ich da durchaus. Das nächste war, ich habe beim Amtsgericht Gelsenkirchen damals die Klage zur Niederschrift aufgegeben und habe nie gesagt, ich will eine eidesstattliche Versicherung abgeben, sondern ich will eine Klage abgeben, was anderes ist. Interessanterweise behaupteten sie ja, ich hätte eine falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben. Bei der Verhandlung in Bochum war das aber keine eidesstattliche Versicherung. Da hat man das als ganz normale Klage angesehen, hat behauptet, ich könnte ja nicht beweisen, dass er das gesagt hat, der Busfahrer, und deswegen habe ich die Klage verloren. Ist auch nicht weiter tragisch, mir ging es ja nur darum, dass dieses Busunternehmen weiß und dass auch die Justiz weiß, wenn sowas nochmal vorkommt, bin ich wieder da. Ich habe schon einmal geklagt und sie werden nicht immer sagen können, das ist nicht. Spätestens wenn sie mich tatsächlich nicht mitgenommen hätten, wäre es ja wieder zur Klage gekommen, hätte ich ja darauf verwiesen. Also beim Amtsgericht Bochum war diese Klage eine Klage und keine eidesstattliche Versicherung, denn die eidesstattliche Versicherung wäre ein sogenannter Anscheinsbeweis gewesen. Aber das Amtsgericht Bochum hat ausdrücklich gesagt, es gäbe ja keinen Beweis für meine Behauptung. Weil es ist schon merkwürdig, dass es nun, wo man die Sache gegen mich verwenden konnte, eine eidesstattliche Versicherung gewesen sein soll.
Der dritte Punkt, bei einer eidesstattlichen Versicherung, wenn man die bei der Behörde abgibt, muss man über die Folgen aufgeklärt werden. Das gab es auch nicht. Warum sollte es das auch geben? Ich habe ja keine eidesstattliche Versicherung abgegeben. Es wird ja keinen Sinn machen, mich darüber aufzuklären. Spätestens dann wäre ich ja hellhörig geworden, sondern ich wollte eine Klage aufgeben, nicht mehr. Und da braucht mir dann ja auch keiner über die Folgen der eidesstattlichen Versicherung aufzuklären. Auch logisch. Aber das war noch nicht mal der Grund für die Geschichte, dass die Richterin gesagt hat, der ist unschuldig. Der Grund war noch ein anderer. Ich hatte ja in der Klage eben gesagt, dass er mich vorne nicht rausgelassen hatte, aber eben nur kurzfristig. Ja, als er mich dann rausgelassen hat, hat er ja gesagt, er nimmt mich zukünftig nicht mehr mit. Daraus versuchte man mir einen Schritt zu drehen mit der Behauptung, ich hätte ja hinten aussteigen können, was ich nie bestritten habe. Da aber für die Klage auf Beförderung es völlig unerheblich ist, ob ich vorne, hinten oder in der Mitte aussteigen konnte, wäre dies also völlig sachfremd, hätte mit der Sache nichts zu tun, ja, und wäre selbst dann, wenn es eine eidesstattliche Versicherung gegeben hätte, straffrei, weil es eben da nur auf das Wesentliche ankommt. Es geht auch nicht bei einer eidesstattlichen Versicherung, dass man sich nachher über den Farbton da irgendwo streitet. Wenn ich sage, es war hellblau, dann kommt da nachher irgendein Klugscheißer und sagt, naja, hellblau war das nicht mehr, das war eher ein bisschen grünblau. Und damit hätte man eine falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben. So geht es ja nun auch nicht. Aber sie wussten, ich habe nichts getan und haben mich trotzdem verfolgt. Und das ist laut Strafgesetzbuch die Verfolgung Unschuldiger und führte zur vorläufigen Festnahme. Jo. Am selben Tag gab es noch ein weiteres Verfahren wegen angeblicher Beleidigung. Und zwar hatte ich 2012 einen Mitarbeiter des Amtsgerichts Gelsenkirchen hier mit einer Videokamera gefilmt. Anscheinend war der völligst betrunken durch die Stadt gelaufen. Und zwar so schon um 17, 18 Uhr rum. Das müsste kurz vor 18 Uhr gewesen oder um 18 Uhr, weil die Geschäfte da gerade zumachten. Ich war da auf der Montagsdemo, habe den gesehen, bin ihm hinterher, habe ihn gefilmt und habe das dann ins Internet gestellt mit dem Satz, dass man sich da ja nicht wundern müsste über manche Urteile des Amtsgerichts. So, wurde angeklagt wegen Beleidigung. Zur Beleidigung muss man Folgendes sagen: In Deutschland gibt es mehr Strafverfahren wegen Beleidigung als im Rest von Europa zusammen. Beleidigung sollen eigentlich laut EU längst abgeschafft sein als Straftatbestand. Und üblicherweise ist das ja auch so. Wenn mich einer beleidigt oder größere Straftaten macht, werden die regelmäßig eingestellt. Dann wird dann was gefaselt von kein öffentlichem Interesse. Aber da es hier ein Mitarbeiter des Amtsgerichts betroffen war, hat man natürlich ganz schnell ein öffentliches Interesse konstruiert. Ja, man hat das dann damit begründet, dass der Mann gar nicht betrunken gewesen wäre, sondern dass er so läuft. Der Direktor des Amtsgerichts benannte das als leicht schlachsigen Gang, weil er körperbehindert ist. Tatsächlich hat sich später herausgestellt, er ist körperbehindert. Erklärt für mich aber noch nicht diesen Gang. Ich habe also vor einigen Tagen noch mit jemand aus Bochum telefoniert, die das Video gesehen hat. Und die hatte mir auch gesagt, ich hätte ja auch gedacht, der ist betrunken. Egal, hätte ich gewusst, dass er behindert ist und hätte ich gewusst, dass er gar kein Richter ist, ich habe den verwechselt mit jemand, gedacht, das wäre Richter W., hätte ich den ja gar nicht ins Internet gestellt. Okay, aber kann man machen, habe ich eben Verfahren wegen Beleidigung gehabt, wurde ich verurteilt zu 35 Tagessätze à 10 Euro. Ich bezahle hier aber nicht, weil ich diesen Staat nicht unterstützen will und hätte dann diese 35 Tage mal wieder im Knast abgesessen. Meine, ich müsste jetzt bei ungefähr 18 Verhaftungen liegen, unter anderem, weil ein Richter mein T-Shirt nicht gefiel, dafür bin ich ja einmal 3 Tage und einmal 4 Tage in Haft und wegen etlichen Knöllchen war ich auch schon drin. Und ich komme jetzt auf, glaube ich, 18 Verhaftungen. Wäre dann die 19., dann werden wir die 20. sicherlich auch noch packen. Ich bin dann trotzdem in Berufung gegangen und habe auch jenen Richter eingeschaltet, also der frühere Richter. Und der hat mich so ein bisschen überredet und sagte, Herr Schreiber, zahlen Sie dem Mann 200 Euro Schmerzensgeld.
Und dann wird die Sache wohl eingestellt. Ja, ich höre auch auf andere Leute. Ich bin jetzt nicht so engstirnig, dass ich da dann sage, nee, ist nicht. Ich habe mich darauf eingelassen. Er war auch damit einverstanden. Er hat seine 200 Euro gekriegt und jetzt kam die Berufungsverhandlung. Ich habe mich mit der Berufungsverhandlung draußen noch mit dem Mann unterhalten. Also ist jetzt nicht irgendwie, dass da großer Krieg ist. Wie gesagt, ich hätte es gar nicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass der behindert ist. Man kann ja beides sein. Man kann ja behindert unbetrunken sein. Er sagt zwar, das geht nicht, weil er eben keinen Alkohol trinken dürfte. Kann ich nicht nachweisen, ist mir aber auch egal. Wie gesagt, ich hätte es nicht reingestellt, wenn ich es gewusst hätte. Und war also sozusagen Pech. Und haben uns also da unterhalten. War auch bei der Gerichtsverhandlung eigentlich ganz nett. Und ja, dann meinte die Richterin, die war auch jetzt nicht so furchtbar, habe ich schon Schlimmeres erlebt. Generell muss ich sagen, in Essen beim Landgericht waren sie meistens sowieso etwas schlauer als hier bei den Amtsgerichten. Da fragt dann die Richterin, ob man die Sache nicht einstellen könnte. Muss man noch dazu sagen, ich wollte die 200 Euro eigentlich damals nicht direkt bezahlen, sondern mein Anliegen war ausdrücklich, dass ich gesagt habe, lass es zur Verhandlung kommen und wir regeln das in der Verhandlung. Da gibt es die Möglichkeit, was einzustellen, wenn man da an dem Mann was bezahlt. Aber sagt mein Anwalt, nee, machen Sie das nicht. Ich habe dem noch was zugesagt und das andere kriegen wir schon kaputt. Okay, dann habe ich die 200 Euro halt bezahlt, weil ich der Meinung bin, man muss der Justiz ja auch eine Chance geben. Man kann ja nicht nur sagen, die sind bekloppt, sondern man muss ihnen natürlich auch eine Chance geben, quasi recht zu sprechen. Und wenn ich mich da völlig verwehre, wenn ich nicht zu einer Verhandlung gehe oder was auch immer, darf ich mich hinterher nicht beschweren, wenn das schief geht. Also habe ich die 200 Euro bezahlt, kam zur Verhandlung, Richterin fragt, kann man die Sache nicht einstellen? Und die Staatsanwältin meinte, ja, können wir machen. Wenn der Herr Schreiber die 350 Euro Geldstrafe, die er vom Amtsgericht gekriegt hat, jetzt als Geldbuße ans Rote Kreuz zum Beispiel bezahlt. Das war eigentlich nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die 200 Euro auch nicht bezahlt, dann wäre ich ja lieber in den Knast gegangen. Weil jetzt sollte ich ja 200 Euro Schmerzensgeld, habe ich, die ich bezahlt habe, plus 350 Euro nochmal an Roten Kreuz. Ja, mein Anwalt war dann so ein bisschen, hat doch kein Geld und tralala. Und hat dann die Zahl 250 Euro ins Spiel gebracht. Ich habe mich dagegen aufgelehnt und ja, aber anders kriegen wir das nicht hin. Der Anwalt wusste genau, wenn er mir das vorher gesagt hätte, von Anfang an hätte ich die 200 Euro nicht bezahlt. Aber er wollte wahrscheinlich verhindern, dass ich in den Knast gehe. Und deswegen hat er das so gemacht. Ich bin ihm jetzt also nicht böse, ich will das auch nicht sagen. Siehst du mal, wieder alles Lumpen. Der Mann ist schon irgendwo auf meiner Seite, aber er ist auch Jurist. Er redet mit mir ganz anders als beim Gericht. Auch das muss man ja nun mal sagen. Und ich darf daran erinnern, dass es ja diese drei Seiten im Cicero über mich gab, dieser Bericht. Und der Cicero-Reporter hatte den Anwalt auch angerufen. Und da hat der Anwalt ihm ja gesagt, ja, ich würde der Justiz ja auch ständig Fehler nachweisen. Jetzt allerdings, bei der Gerichtsverhandlung, klang das etwas anders. Da hat er dann nicht gesagt, die Justiz würde ständig Scheiße bauen, sondern ich würde mich ungerecht behandelt fühlen. Also so nach dem Motto, das ist ja nicht so, aber ich fühle mich halt nur ungerecht behandelt. Naja gut, ich habe ihm da nicht widersprochen. Irgendwann konnte ich es dann doch noch reinbringen, weil dann mal meine Verhaftung wegen dem T-Shirt ins Spiel kam. Ich bin ja mal zweimal verhaftet worden wegen einem T-Shirt mit der Aufschrift Prozessbeobachter. Und wenn man das also jemandem sagt, dann wird man also relativ schnell jedem klar, dass doch die Justiz diejenige ist, die den Mist baut und nicht umgekehrt. So, es wurde also 250 Euro irgendwie ins Spiel gebracht. Ich habe gesagt, dass ich mir das so nicht vorgestellt habe. Und dann hieß es, ja, aber anders kriegen wir das nicht hin. Und nun hatte ich die Frage, die 200 Euro waren eh schon weg. Das heißt, würde ich das jetzt belassen bei den 350 Euro, dann kämen die ja noch dazu oder ich würde trotzdem die 35 Tage in Haft gehen, obwohl ich die 200 Euro bezahlt habe, ist natürlich ein blödes Geschäft.
Und dann war man halt bereit, dann eher einen Kompromiss einzugehen. Ich habe dir dann gesagt, dass ich aber auch keine 200 Euro bezahle. Ich sagte, das Maximale ist, also das, 250, dass ich maximal bereit bin, noch 200 Euro zu zahlen. Man hat sie dann zum Berater zurückgezogen und ist wiedergekommen und sagt 200 Euro in Raten. A 50 Euro, das heißt, die erste Rate wäre jetzt am 1.12. fällig. Stellte sich die Frage, was macht man? Annehmen, nicht annehmen? Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen. Die haben mir gesagt, das kannst du ruhig eigentlich annehmen. Die wollten 350 Euro, du hast sie auf 200 Euro runtergehandelt, das ist doch schon mal super. Bist dann auch nicht vorbestraft, kannst du ruhig machen. Ich war vorher mal kritisiert worden, dass ich überhaupt die 200 Euro bezahlt hatte als Schmerzensgeld. Aber das habe ich ja eben auch damit gemacht, um der Justiz quasi eine Chance zu geben. Hätte ich es nicht gemacht, dann wäre die Chance nicht da gewesen, hätte ich mich nachher auch nicht beschweren brauchen. Aber so war die Chance wenigstens da. Sie hat sie nicht genutzt. Ja, jetzt war man also am Überlegen, zahlt man die 200 Euro in Raten, wo man sowieso schon 200 Euro bezahlt hat und geht dann nicht in den Knast und ist auch nicht vorbestraft. Ich habe da noch keine endgültige Entscheidung getroffen gehabt. Ich habe schon dazu geneigt, die Kack 200 Euro zu bezahlen. Aber ich habe mich jetzt entschieden, das nicht zu tun, weil das Verhalten dieser Justizmafia ganz klar zeigt, es lohnt sich nicht, mit denen einen Deal zu machen. Es sind und bleiben Gauner. Kann man nichts anders sagen. Weil wir haben ja erzählt, dass es schon ein Verfahren gegen mich gab, wo dieses Pack die Verfolgung Unschuldiger betrieben hatte. Und es gibt inzwischen weitere solche Verfahren. Da gibt es ein Verfahren der Polizei Gelsenkirchen, ich weiß nicht, ob das eingestellt wurde, da ich die Polizei angeblich mit einem AKAP-Schild beleidigt hätte. Völliger Quatsch. Erstens kann man Polizei mit dem AKAP-Schild gar nicht beleidigen. Es gibt da so Urteile, dass ich das AKAP-Schild dann direkt der Polizei vor der Nase halten muss, muss da irgendwie drauf zeigen und sagen, guck mal hier, du Idiot, damit meine ich dich. Ich sehe das kritisch, weil AKAP ja alles Mögliche heißen kann. Ich kenne das Begriff AKAP seit ungefähr 1980, wir sind eher wahrscheinlich. Damals war das die Abkürzung, je nachdem in welchem Lager man war, für entweder Apple Computer a Beautiful oder Apple Computer a Bullshit. Das ist die erste Definition von AKAP, die ich kenne. Wenn Sie im Internet mal ein paar Sachen eingeben, dann werden Sie feststellen, dass All Colors are Beautiful viel mehr Treffer liefert als All Cops are Bastard. Also zu behaupten, dass AKAP All Cops are Bastard heißen muss, ist somit völliger Quatsch. Wenn also AKAP auch All Colors are Beautiful verheißen kann oder irgendwas anders, ach Cola, ach Bier, wie ich es gesagt habe, kann das schon mal keine Beleidigung sein. In diesem Fall war es aber noch viel schlimmer. Dieses Schild AKAP ist aus dem Zusammenhang gerissen worden. Es gab nämlich ein Plakat, wo ich mal geschrieben habe, AKAP eine Beleidigung? Fragezeichen. Das habe ich gemacht für einen geplanten Vortrag bei der Montagsdemo. Und natürlich darf ich immer die Frage stellen, ob AKAP eine Beleidigung ist. Ist doch völliger Quatsch. Wenn ich da aber nur ein Wort von rausnehme und das aus dem Zusammenhang reiße, zeigt das mal wieder, wie kriminell hier unsere Bande ist. Das Schlimmste war, dieses Schild AKAP, das angeblich an meinem Rollstuhl hing, war ebenfalls in dem Sinn gelogen, sondern ich hatte dieses AKAP-Schild in einer Prospekthülle. Und nach diesen Vorfällen, nach diesem Polizeiterror gegen Occupy in Frankfurt, habe ich zwischen der ersten und zweiten Demo in Frankfurt vor der Polizeiwache in Gelsenkirchen gegen die Polizeigewalt demonstriert und habe an meinem Rollstuhl ein paar Plakate angebracht gehabt, wo ich die ein bisschen lächerlich gemacht habe. Und da war auch dieses Prospekt Hülle mit dem AKAP-Schild zum Einsatz gekommen. Und zwar war vor dem Schild AKAP ein anderes Schild, ich glaube mit Nonnen, schwarzer Block oder sowas, davor gehängt. Und man konnte dieses AKAP, eine Beleidigung, Fragezeichen, nur nach hinten durchscheinen sehen. Das heißt,
Man konnte gar nicht lesen, dass da AKAP steht, sondern wenn ich von das von hinten lese, steht ja genau das Gegenteil, eben Baka statt AKAP. Ja? Und das soll eine Beleidigung sein, ist einfach lächerlich. Was daraus geworden ist, kann ich nicht sagen. Es gibt aber noch ein anderes Verfahren. Und zwar habe ich ja hier diesen Rollstuhl, den ich jetzt gerade als Kamerawagen missbrauche, für den ich 4,5 Jahre gekämpft habe. Unter anderem hier beim Sozialgericht Gelsenkirchen. Da haben wir so eine etwas, ja, merkwürdige Richterin, würde ich mal behaupten, die also den Rollstuhl 4,5 Jahre verhindert hat mit den abstrusesten Begründungen. Als ich mir selbst einen Rollstuhl besorgt hatte und der kaputt war, wollte ich die Reparatur bezahlt haben, hat dann die Richterin abgelehnt, unter anderem mit der Begründung, der Rollstuhl könnte denklogisch nicht unbrauchbar sein, der fuhr nur noch auf 3 Rädern, eine Hinterradaufhängung war gebrochen und deswegen müsste der auch nicht repariert werden, weil er denklogisch nicht völlig unbrauchbar sein könnte und einen Ersatzrollstuhl wollte sie mir auch nicht zubilligen. Ja, das Landessozialgericht hat das anders gesehen, hat also gesagt, die Krankenkasse muss auch diesen Rollstuhl, die Reparatur bezahlen oder aber mir, wie ich es gesagt habe, einen Ersatzrollstuhl zur Verfügung stellen. Eins von beiden, also genau 100% anders als diese super schlaue Richterin. In einem weiteren Eilverfahren, da war ich dann im Krankenhaus, eine Schmerztherapie gekriegt, habe ich dann erneut darauf hingewiesen, dass ich diesen Rollstuhl brauche, das ist mit so einer Aufstehfunktion. Und bekam dann auch Post vom Sozialgericht, etliche Papiere. Die letzte Seite war nicht lesbar. Da habe ich gedacht, naja, Rechtsmittelbelehrung oder irgendwas, völlig wilde Buchstaben. Ich war dann nach dem Krankenhausaufenthalt auch gleich zur Reha. Und als ich aus der Reha zurückkam, fand ich einen Brief im Briefkasten. Auch da gibt es ein Video drüber, das ich auf der Montagsdemo gemacht habe, wo mir der Rollstuhl wieder abgelehnt wurde, weil ich ein Formular, das sie mir geschickt hätte, nicht ausgefüllt zurückgeschickt hätte. Fragt man sich, wie soll ich das ausgefüllt zurückschicken, wenn das noch nicht mal als Formular zu erkennen war. Marie von der Montagsdemo hat damals gesagt, das Ding sieht ja aus, wie wenn mein Drucker Durchfall hatte. Ja, ich habe das 4 Leuten zum Lesen gegeben, nicht einer konnte irgendwas Sinnvolles darin erkennen. Also mit solchen Tricks wird da gearbeitet, dies ist auch nicht das erste Mal. Inzwischen habe ich diesen Rollstuhl gekriegt, weil diese Richterin auch nicht mehr zuständig ist. Ich habe sie wegen Befangenheit abgelehnt. Sie hat behauptet, sie sei nicht befangen. Mein Befangenheitsantrag wurde abgelehnt. Was ist passiert? Trotzdem war die Richterin nicht mehr für meine Sache zuständig. Merkwürdig, dass mir sowas öfters passiert. Inzwischen habe ich eine neue Richterin. Ich habe auch den Rollstuhl seit Juni diesen Jahres. Und im Hauptsacheverfahren ist auch nochmal bestätigt worden, dass mir dieser Rollstuhl zusteht. Ja, wäre die Sache ja eigentlich erledigt. Nur, diese Richterin scheint das irgendwie nicht verkraften zu können, weil sie verbreitet hier irgendwelchen Unsinn über mich. So behauptet sie also, sie sei im Internet von mir beleidigt und bedroht worden. Die Bedrohung sollte darin bestanden haben, dass ich gesagt habe, ich könnte nicht am internationalen Tag gegen die Gewalt an Frauen teilnehmen, weil ich eher dafür wäre, aufgrund dieser Richterin, dass man einen nationalen oder internationalen Gedenktag für Gewalt an Frauen einrichten würde. Da fühlte sich dann gleich bedroht. Mein Gott. Staatsanwaltschaft bekam das und dann finden wir in der Akte der Staatsanwaltschaft ein Schreiben, dass ich unschuldig bin. Diesmal nicht die Richterin, sondern die Staatsanwaltschaft. Erwiesene Unschuld, keine Beweise für Vorliegen einer Straftat, das hat man dann dem Landessozialgericht auch mitgeteilt, die also da den Strafantrag gestellt haben. Das Landessozialgericht schrieb dann zurück, oh nee, nicht einstellen, ist nicht so gut, ihr müsst ihn noch irgendwie verfolgen. Ja, dann hat die Staatsanwaltschaft das nochmal geprüft und schrieb wieder an, an das Landessozialgericht, auch nach nochmaliger Prüfung können wir keinen Anfangsverdacht feststellen. Wir wollen die Sache einstellen. Gefiel diesem Landessozialgericht immer noch nicht. Und jetzt passierte was Merkwürdiges. Ich kenne ja diese Richterin gar nicht persönlich, weil ja alle Sachen, die sie gemacht haben, wurden ja im Beschlussverfahren gemacht. Da gibt es ja keine Verhandlung. Die einzige Verhandlung in der Sache des Rollstuhls war ja das Hauptsacheverfahren, wo die Richterin nicht mehr zuständig war. Deswegen kenne ich die Frau gar nicht. Und jetzt bin ich mal zu einer Gustl-Mollat
Party nach seiner Entlassung nach Düsseldorf gefahren. Und die Richterin, die fuhr wohl nach Essen, wahrscheinlich wohnt sie dort. Damit hatten wir denselben Weg. Ich bin ihr also ein Stück, ja, hatten wir den gleichen Weg. Das heißt, in der Bahnhofspassage bin ich ein Stück hinter ihr wohl hergefahren, ohne dass ich das mitgekriegt habe, weil ich sie nicht kenne. Und da kann man nicht überholen, weil es relativ schmal ist, zumindest nicht, wenn da ein paar Leute da sind. Wenn man ein paar Meter weiter gegangen ist, 20, 30 Meter weiter unten, kann man dann überholen. Und da schreibt die Richterin, ich hätte sie dann scharf überholt. Das heißt also, ich habe sie nicht überholt, wo man sie nicht überholen konnte. Und dort, wo man überholen konnte, habe ich sie überholt. Daraus resultiert für die Richterin aber, ich hätte ihr nachgestellt. Sehr merkwürdig. Die Richterin sagt dann weiter, auch das ist alles im Internet veröffentlicht, die Papiere liegen vor, dass sie im Bahnhof, in der Bahnhofshalle geguckt hätte, ob ich noch da wäre. Ich war nicht mehr da. Daraufhin sei sie auf dem Bahnsteig zu dem Zug nach Essen gefahren. Da ich nach Düsseldorf wollte, muss ich auch über Essen fahren. Entweder über Essen-Altenessen oder über Essen-Hauptbahnhof. Das ist derselbe Bahnsteig, allerdings unter Umständen anderes Gleis, je nachdem, worüber ich fahre. Das heißt, ich war schon da und die Richterin ist später dazugekommen. Trotzdem behauptet sie wieder, ich hätte ihr nachgestellt. Verstehe ich jetzt nicht. Wenn ich zuerst da war und sie kommt später, dann kann es doch eigentlich, wenn überhaupt, nur sein, dass sie mir nachgestellt hat und nicht umgekehrt. Ja, die Richterin behauptet dann auch, ich wäre mal irgendwann um sie rumgefahren, da oben auf dem Bahnsteig. Und es wird immer abstruser. Sie sei dann in den Zug nach Essen eingestiegen und ich sei telefonierend auf dem Bahnsteig geblieben. Das ist schon möglich, weil ich ja nicht nach Essen wollte, sondern ich wollte nach Düsseldorf. Und wenn sie in einen Zug gestiegen ist, der nur bis Essen fährt, macht das für mich keinen Sinn, mit diesem Zug mitzufahren. Ich nehme den Zug, der nach Düsseldorf fährt, entweder über Essen Hauptbahnhof, aber dann weiter, oder aber über Essen Altenessen und dann weiter. Bis nach Essen, dann umsteigen, Bahnsteig wechseln, macht ja keinen Sinn. Ja, obwohl ich also nun nachweislich nicht in ihren Zug eingestiegen bin, wie sie selber sagt, teilt sie also mit, sie sei in Essen auf verschlungenen Faden nach Hause gegangen, damit ich ihr nicht folgen kann. Können Sie mir folgen? Also die Sache ist ausgesprochen abstrus. Und wir haben jetzt wieder Post von der Staatsanwaltschaft gefunden. Es gab übrigens auch noch Telefonate zwischen dem Landessozialgericht und der Staatsanwaltschaft. Die sind nicht dokumentiert, die sind nur ganz zufällig in einem Schreiben erwähnt, deswegen weiß ich davon. Also nicht dokumentiert, dass sie gab, auch nicht, was da besprochen wurde. Und die Staatsanwaltschaft hat nun dem Landessozialgericht schriftlich mitgeteilt, dass sie das Verfahren gegen mich nicht einstellen würden, obwohl sie genau wissen, dass ich nichts gemacht habe. Sie haben es ja schon bereits zweimal dokumentiert. Sie würden es nicht einstellen. Sie würden das vom Ausgang des Verfahrens wegen der Beleidigung abhängig machen. Das heißt, weil ich ja jetzt wegen der Beleidigung nicht verurteilt wurde, bei einer Geldbuße ist man eben nicht verurteilt, kriege ich nun noch ein weiteres Strafverfahren, obwohl die genau weiß, ich habe nichts getan. Das heißt, sie haben also überhaupt nichts gelernt. Sie gehen also her, obwohl sie wissen, ich bin unschuldig, und versuchen erneut, mir ein Strafverfahren aufs Auge zu drücken. Ich glaube, bei dem kriminellen Verhalten der Justiz, der Staatsanwaltschaft, scheint es mir angebracht zu sein, mich auf keinen Deal mit diesem Pack einzulassen. Ich habe mich daher entschlossen, diese 200 Euro Geldbuße ans Rote Kreuz, wonach ich dann nicht vorbestraft wäre, nicht zu zahlen. Das bedeutet, es wird jetzt nochmal eine dritte Verhandlung geben, weil ich nicht bezahlt habe. In dieser dritten Verhandlung werde ich dann höchstwahrscheinlich verurteilt zu irgendeiner Geldstrafe, die ich dann auch nicht bezahle. Und dann mache ich halt meine 19. Haftstrafe weg. Ja, so funktioniert das hier. Aber ich denke, recht eindeutig wurde hier schon gezeigt, dass eigentlich nicht ich der Kriminelle bin. Ich habe vor einigen Tagen mit einer Bekannten aus Bochum telefoniert und die sagt, ich weiß gar nicht, was sie immer von dir wollen. Das, was sie dir vorwerfen, das ist ja meistens weniger als falsch parken. Ja, wohl ist wohl so. Aber das mit der Gleichheit,
vor dem Gesetz scheint eben so nicht zu funktionieren. Wenn da irgend so ein verblödeter Schwarzkittel dabei ist, dann gehen die Uhren offensichtlich etwas anders herum. Nachlesen kann man dies einmal eben auf derverhafter.wordpress.com oder aber, sobald es um die andere Sache geht, auf beamtendumm.wordpress.com. Und da wollen wir mal gucken, was da also noch passieren sollte.